Moin Moin, ihr Filmjockeys, und jetzt bekommst du der Trailer-Action von Avengers Infinity War. Der erscheint ja am 26. April 2018. Das ist der dritte Teil, also der erste Teil von dem dritten Teil, Infinity War Teil 1. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt drin vorkommen wird. Heute kam der raus, der Teaser-Trailer. Und ich habe eine E-Mail bekommen von Disney. Guck dir den an, berichte mal was da gerne drüber. Werde ich jetzt auch auf jeden Fall machen. Und dann würde ich sagen, Leute, ich würde jetzt meine Kopfhörer einstöpseln und mal gucken, wie der wird. Und los geht's! Okay, das soll... Es gab eine Idee, okay. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammen. Ich darf eigentlich gar nicht gucken, ich habe mal kein Tor 3 geguckt. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Ah, sieht denn aus? Vision war das, glaube ich. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können, die zu groß für sie sind. Oh, da krieg ich schon Gänsehaut. Bei Marvel Studios. Eine Brücke. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Es ist noch Gänsehaut. Spinnsinne. Ich krieg Spinnsinne hier. Trotzdem zu scheitern. Geil. Fürchtet es. Flieht davor. Ah, Loki wieder, ey. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Ah, da ist er. Thanos. Das sieht schon ganz geil aus, Thanos. Oh, geiler Suit. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesen Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Sieht sehr nice aus. Oder was? Wer zur Hölle seid ihr denn? Geil. Ja, auf jeden Fall sieht der Trailer sehr, sehr nice aus. Ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, ganz kurze Zeit. Ich miss es nur, dass ich den Tor 3 noch nicht gesehen habe. Tag der Entscheidung, was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, weil er ja so eine Augenklappe hat. Bitte jetzt nicht spoilern. Aber ansonsten ist der Trailer, wie man das so kennt, richtig nice. Also Age of Ultron fand ich ganz gut, aber es war sehr viel Geplänkel. Ich glaube, wie hat man ja in der letzten Szene gesehen, wie sie auf alle kämpfen und so weiter gegen Thanos. Also sieht ja richtig geil aus. Also ich bin begeistert von dem Teaser-Trailer für mich. Weiß ich nicht, ey, das ist wirklich, wenn das so anhält und der da einen rausballert, dann wird das wieder wahrscheinlich wie Guardians of the Galaxy mit 9,5, eine 10 von 10, ne? Also wir tendieren mal zu der 9 bis 10 von 10. Ja, ich bin hin und weg. Was sagt ihr zu dem Trailer? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Ja, und ich habe mal gedacht, ich mache mal wieder eine Trailer-Reaction oder Teaser-Reaction. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Gebt dem Video ein Like nach oben oder ein Dislike, wenn euch das nicht gefallen hat. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ich nochmal demnächst nochmal irgendwie reaktionsmäßig machen soll, reagieren drauf soll. Und vergesst kein Abo. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!